Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich bin der Eddie und ja, es gab eine längere Pause und diesmal starten wir wieder. Wir sind immer noch in Spanien, ich bin auf der spanischen Karte. Schauen wir mal, ob wir irgendwas an dem heutigen Tag hier vor die Flinte kriegen. Mal gucken. Würde gerne mal hier runter gehen. Jetzt habe ich gerade gedacht, hier ist irgendeine. Wir haben hier schon irgendwas, irgendeine Herde. Dabei sind es nur ein paar alte Steine. Darunter deshalb, weil hier ist so ein unentdeckter Punkt und auch hier drüben. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen darüber. Ich habe als Auftrag, ich soll zwei Hasen besorgen. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich habe hier, was habe ich denn für Waffen eigentlich mit dabei? Im Inventar. Okay, hier diese 223, diese kleine hier. Waffenklasse oder halt die Munition 2 bis 4. Dann haben wir hier 3 bis 7 die Munitionsklasse auf der für die Solo-Kin. Dann haben wir hier was durchschlagkräftigeres hier auf dem Drillingsgewehr mit 5 bis 9 oder den Schrot mit der Klasse 1, der ist dann gut für die Hasen. Und hier haben wir noch 4 bis 8. Ich habe mir dieses lustige DLC gegönnt hier mit diesen Waffen und hab mal hier diese altertümliche diese Hatzig Kaliber 50 mir rein gelegt. Das ist so ein Vorderlader, ist irgendwie ganz witzig. Ich habe noch nicht ausprobiert. Was heißt noch nicht ausprobiert? Ich habe mal in die Luft geschossen. Er macht richtig netten Rauch, wir werden das dann sehen. Allerdings muss man nach einem Schuss, also der muss schon sitzen, muss man wieder nachladen. Aber warum nicht? Und die kann ich benutzen, das ist... oh, schau her, Reh. Was war ein Reh? Kann ich das auch aufs Reh benutzen? Warte, ich guck schnell. Fauna, HJKR. Es ist ja jetzt... Ah, leider nicht. Munitionsklasse 3, da brauchen wir hier die Solo-Kin am besten. Weil dieser Vorderlade 4 bis irgendwie... Ich weiß es noch nicht. 4 bis 8. Na? Also da können wir auf Wölfe schießen. Die haben, glaube ich, 4. Da können wir auf die Ibexe schießen. Auf den Mufflon, glaube ich. Also können wir schon das eine oder andere bejagen. Ich gehe mal ein bisschen in die Hocke. Wo habe ich denn? Halt hier. Das ist doch auch neu, oder? Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Hört ihr das? Das hat einen Hall. Cool. Aber warum? Egal. Trotzdem cool. Wir sind ja gerade alle zur Quarantäne verdonnert. Ich habe übrigens jetzt Vollzeit Homeoffice. Wohnraumarbeitsplatz heißt das bei uns eigentlich offiziell. Ich hatte das vorher schon an 2 Tagen, weil
Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, weil meine Eltern ja ein bisschen Unterstützung benötigen. Und ja, jetzt habe ich Vollzeit Homeoffice. Macht natürlich auch Sinn. Ich trage nichts ins Geschäft und ich bringe auch nichts von der Arbeit mit nach Hause. Meine Eltern, Hochrisikopatienten sozusagen, oder Personen, Patienten nicht, aber Personen. Wo ist denn das Reh? Ist das weggerannt? Ich schlage mal normale Gangart ein, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Ich hoffe, wir werden noch das eine oder andere sehen hier. Vielleicht auch einen Hasen. Und ich komme aber leider quasi nicht zum Aufnehmen. Ich arbeite, wenn ich Homeoffice habe, ich sage jetzt einfach mal, deutlich effektiver oder deutlich, den ganzen Ticken effektiver jedenfalls, als wäre ich in der Arbeit, weil ich konzentriert an einem Projekt bleiben kann. Ich habe also quasi voll Zugriff auf alles und kann wirklich sehr konzentriert am Projekt bleiben, was ich normalerweise in der Arbeit weniger habe, weil ich sage jetzt mal so, ich kenne mich relativ gut aus, was da das ganze PC-Zeug anbelangt und so. Und auch in fast jedem Programm, sage ich mal. Und deshalb kommen sehr viele Leute zu mir mit sehr vielen Fragen. Immer wieder. Kannst du mal hier schnell, kannst du mal da, wie weißt du dies, weißt du das? Und da ist man natürlich immer gerne behilflich. Allerdings wird man halt immer von seinem eigentlichen Projekt etwas abgelenkt. Wobei es ja auch mal ganz schön ist, mal zwischendurch irgendwie was anderes zu machen. Einmal die Richtung, einmal die Richtung. Das Reh oder die Rehe latschen hier, sind mehrere. Ganz schön wild in der Gegend umeinander. Und ich muss ja sagen, Virus hin, Virus her. Also das kann auch was Positives haben. Und zwar diese Entschleunigung. Also ich will ja nicht über. Jetzt hier groß quatschen. Aber ein bisschen schon. Ich finde es trotzdem, weil ich finde es nämlich interessant. Und zwar, was ich so interessant finde, ist die Tatsache, dass ja, dass die Menschen ein bisschen runterkommen. Es fahren kaum noch Autos, also man, die komplett unnötigen Fahrten, die man früher getätigt hat. Die fallen einfach weg. Das war saubere Lungenschuss. Und noch einige andere Sachen. Aber das ist ja nett, wie es hier ist.
gefallen ist. Geeignete Munition. Zweimal oder weniger beschossen. Also das haben wir gut getroffen, aber Wertung nichts Gescheites. Jetzt pass mal auf, wir gucken mal schnell. Und zwar, es gibt ja hier so Harvest Animals killed with a single shot to the lungs. Haben wir das jetzt nicht gerade gemacht? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich hätte gesagt, das müsste doch jetzt eigentlich... Wölfe? Wir hatten doch einen Lungenschuss, oder? Ich denke doch. Es war nur ein Schuss. Vielleicht verstehe ich da was falsch. Mein Spiel ist ja eh... Da ist ja eh irgendwas nicht in Ordnung, glaube ich. Hier fällt es jetzt gar nicht auf, aber ihr habt ja vielleicht meine Folge gesehen mit den... Als ich mit dem Quad hier über die Karte gefahren bin. Ich habe übrigens jetzt die ganze Karte, glaube ich. Ich glaube die ganze, oder? Wir gucken mal. Ich müsste jetzt hier so ziemlich jede Hütte freigeschaltet haben, die freizuschalten war. Und da hatte ich ja erstmalig diesen Bug, dass bei mir hier auf dieser Karte Quattro Colinas die Straßen nicht da sind, wo sie hingehören. Die sind irgendwie teilweise etwas verschoben und dadurch kriege ich so eine Endzeitstimmung auf den Straßen. Es wirkt sich jetzt nicht groß, soweit ich das weiß, hier auf die Tiere und so aus. Ich konnte jetzt das Reh erschießen und einsammeln, also das ist jetzt hier. Alles sonst glaube ich ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen mal gucken, wenn wir mal wieder auf so eine Straße kommen, ob das immer noch so ist. Das letzte Mal habe ich mal geguckt und da war es noch so. Dann abends kurz reingeschaut. Spiel neu gestartet und so. Hat nichts bewirkt. Also ich weiß nicht, müsste ich dieses DLC hier von der Karte löschen? Vielleicht nochmal neu aufspielen. Ich weiß aber nicht, ob dann hier alles weg ist. Da muss ich mal Lautan fragen. Der kennt sich da mal recht gut aus mit solchen Sachen. Ja, und virustechnisch, ich wollte noch ein bisschen was erzählen. Und zwar eben diese Entschleunigung finde ich schön. Man kann jetzt zum Beispiel teilweise, also jetzt kann ich gerade nicht, weil es sind ein paar Kinder bei uns unten im Hof. Wobei ich nicht genau weiß, ob die alle
aus einer Familie sind. Ich befürchte nicht, aber ja, die spielen halt ein bisschen draußen. Ist natürlich auch schwierig jetzt hier in den Osterferien die Bagage quasi ruhig zu halten und den ganzen Tag in der Wohnung zu beschäftigen oder sonst irgend sowas. Das ist natürlich immer schwierig bei Kindern. Aber was schön ist und was mit Sicherheit, ich würde es einfach mal behaupten, Minimum 95% der Menschen überhaupt noch nicht bemerkt haben, ist es. Seht ihr das? Was sehen wir hier? Sonne, Wolken. Okay, hier ziehen ein paar mehr Wolken auf, aber sonst, was sehen wir sonst? Genau, nichts. Und genau das ist das Gleiche, wie wenn man jetzt bei uns draußen, also ich wohne ja hier im Allgäu in Kempten, das ist gefühlt so eine Überflugsschneise der Flugzeuge, der Ferienflieger und so weiter. Und ist die geladen? Jawohl. Und da ist seit mehreren Wochen nicht ein einziger Kondensstreifen am Himmel. Das ist so geil. Und vor allem, man soll es nicht glauben, man hört die Flieger ja natürlich auch. Okay, die sind hier, was weiß ich, keine Ahnung, 10.000 Meter in der Höhe, aber ja, nicht alle, weil bei uns ist ein kleinerer Flughafen in der Nähe, so 40 Kilometer, vielleicht Luftlinie 35 entfernt. Da starten aber auch Flieger Richtung Lanzarote, glaube ich, und was weiß ich, so ein paar so Feriendomizile. Da werden sie noch nicht ganz so hoch sein, aber jedenfalls hört man die normalerweise auch. Auch wir haben hier in der Nähe, Luftlinie 3-4 Kilometer vielleicht weg, einen kleinen Flugplatz in Durach. Übrigens, falls irgendjemand von euch, ja gut, die etliche, die bei mir gucken, sind ja auch schon, ich sage es mal, etwas gediegeneren Alters. Die werden Heinz Rühmann noch kennen. Quacks, der Bruchpilot. Gedreht. Hier. Gleich bei mir in der Nähe, 3 Kilometer. Damals. Die Szenen da teilweise. Ich muss mal kurz schauen, wie weit der weg ist. Extrem leicht, extrem leicht. Mädels, lauft mal nicht so schnell. Ich würde gerne lauter Mädels. Es war ja ganz am Anfang so, dass man mit diesem Ding hier mit Glück auch Tiere anlocken konnte, die keine Rehe waren. Aber sind hier ziemlich unbeeindruckt von meinem So, da sehen wir, was das Ding für einen Rauch macht. Wir laden hier gleich nach. Alter Schwede, ja? Richtig nice, das Gerät.
Zündhütchen drauf und fertig. Da ist nichts mit kurz mal nachschießen, sondern da muss schon jeder Schuss sitzen. Ja? Aber wie man sieht, ich bin ja hier absoluter Profi. Das hat er jetzt nicht gesagt. Der ist sofort umgefallen natürlich. Oder sie in dem Fall. Ibex. Südöstlicher Ibex. Bis 11. Wie spät haben wir es? Im Game? Oh, 10:46. Prima. Aber ja, Glück gehabt. Darum sind die auch gerade aufgebrochen. Und haben uns quasi fast alle den Rücken zugedreht. Schicker Streifen. Wow, schau dir das an. Also vorne rein und hinten fast wieder raus. Okay, alles passt, weil Munitionsart passend. Guck mal her. Also das Geschoss und das auf knapp 150 Meter, das hat eine saubere Durchdringung. Also da, wenn du von der Seite drauf schießt, dann passiert genau das, was der Jäger ja gerne möchte, dass quasi die Kugel das Wild durchdringt. Oh. Und dass hinten quasi der Schweiß austritt, also das Blut, dass im Falle dessen, dass das Wild wegläuft, der Hund, den man ja am Start hat, im Normalfall die Spur gut aufnehmen kann, die Witterung, und dann das Bild verfolgen kann und man das leichter findet. Besten ist natürlich, es fällt instant um, aber ja. Und hier, guck her. Rothirsch. Ich gehe mal in die Richtung, wo das herkam. Vielleicht kriegen wir den, ja? Also das sind so die positiven Dinge jetzt hier an dieser Pandemie. Bei irgendjemand auf dem Kanal habe ich gesehen, dass, wenn man das Wort ausspricht, dass teilweise die Videos gesperrt werden. Ich habe das nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Darum sage ich hier einfach Virus. Das ist doch egal, was ich sage. Jeder weiß, von was man spricht. Nur wenn man das Video jetzt hier in 10 Jahren anschaut, da weiß es ja wahrscheinlich niemand mehr. Dann muss man halt wieder irgendeine Suchmaschine des Vertrauens zu Rate ziehen. War das eigentlich ein Weibchen oder ein Männchen? Ich weiß gar nicht. Das ist auch interessant hier. Wenn ich hier jetzt durchtippe, müsste mal rechts unten gucken. 100, 200, 150. Also da gibt es nicht die Einstellung 75 Meter oder so. Hat schon was, oder?
dieses extrem lange Fernrohr da drauf. Jetzt bin ich aus Versehen an meine Maus, an mein Mausrad hingekommen. Entweder ist er weggelaufen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Passt, dann gehen wir jetzt einfach da so halb rechts da hoch. Dann kriegen wir den nächsten, das nächste Fragezeichen vielleicht auch noch. Ja, und so, das sind so die positiven Sachen, die ich aus dieser Sache hier mitnehme. Natürlich, es ist für viele Leute kein Spaß, weil sie eben Risiko- bzw. Hochrisikopatienten sind oder Leute sind, die, falls sie infiziert werden sollten, da wirklich stark drunter leiden oder Schlimmeres. Ja, das muss man auch mal sagen. Komisch, gell? Das war ähnlich wie bei dem Reh vorhin. Man hat es zwar gehört und dann war fertig. Jetzt ist irgendwas kaputt. Jetzt hat sich mein Spiel aufgehängt. Ja, jetzt muss man mal gucken. Ich würde sagen, dann machen wir hier an der Stelle Feierabend. Und ich mache dann einfach noch ein zweites Video, hänge ich hier gleich an. Ihr habt jetzt auf dem Bildschirm ein Standbild. Das ziehe ich einfach raus nach hinten. Ich verabschiede mich dann von euch. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Ich starte nochmal neu. Und ja, dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ciao und bis dahin. Bleibt mir gesund. Und ja, alles Gute. Euer Eddie.